Im Namen des Vaters und des Sohnes. Ja, auf dem US-Dollar steht es ja eigentlich drauf. In God we trust. Und während für viele der Glaube in den lieben Gott unerschütterlich ist, steht es um das Vertrauen in die Bankenlandschaft gerade nicht besonders gut. Zuerst also kollabiert Silvergate Capital. Ist eine Ausnahme, weil kryptolastig. Dann, wenige Tage später, Silicon Valley Bank. Haben die meisten, glaube ich, noch nie gehört, aber natürlich auch eine Ausnahme, weil Start-up-lastig und die VCs haben ihre Kohle abgezogen. Und dann plötzlich wackeln die ganzen US-Regionalbanken. First Republic, muss die auch gerettet werden? Die Regulatoren greifen ein, eure Kohle ist sicher. Was mir den Angstschweiß erst recht auf die Stirn treibt. Und dann das bittere Ende der Credit Suisse und ein teures Ende noch dazu. Wie ein Bankenrun wirklich funktioniert, das erklären euch jetzt unsere Korrespondenten. Über 10 Milliarden Dollar täglich sind vor dem Wochenende der Übernahme der Credit Suisse aus den Kassen der angeschlagenen Großbank geflossen. Es gab drei schlechte Optionen. Entweder Verstaatlichung oder Abwicklung oder die dritte schlechte Option, aber die Option, die am wenigsten negativ war, die Übernahme durch die UBS. Aber was ist eigentlich genau passiert? Warum erleben wir eigentlich dieses Bankenbeben? Und was bedeuten die ganzen regulatorischen Maßnahmen? Darüber spreche ich jetzt mit Professor Sascha Steffen, Professor an der Frankfurt School of Finance and Management, der gerade in New York bei der NYU Stern of Business verweilt. Wir werden viele eurer Fragen live beantworten. Bis gleich. So, und da sind wir auch schon. Dauereinsatz heute. Notenbank begleitet. Welch schöner Zufall, dass du heute ausgerechnet am Tag der Notenbankentscheidung zu mir ins Studio kommst. Stell dich doch bitte kurz nochmal vor. Klar, gerne. Also, mein Name ist Sascha Steffen. Ich bin an der Frankfurt School normalerweise in Frankfurt, Professor dort seit 5,5 Jahren im Finance Department. Bin aktuell auf Forschungsaufenthalt in New York an der NYU, weil ich hier meine Co-Autoren habe, mit denen ich insbesondere gerade an vielen Dingen wirklich sehr, sehr mit Bezug auf das, was wir eigentlich gerade besprechen wollen, oder die Zentralbankentscheidung gerade, insbesondere die Fragen, welche Auswirkungen haben sogenannte Ausweitung von Bilanzen von Zentralbanken oder jetzt genau das Gegenteil, welche Implikationen hat das für Banken, Finanzstabilität, Bankenkrisen, und deswegen glaube ich gerade mitten in meinem freudigen Element sozusagen als Forscher, denn Krisen bringen uns immer, oder vielleicht Krisen oder Bankenpleiten geben uns immer viel Arbeit über die nächsten Jahre. Also wenn man eins gemerkt hat, und ich glaube, dass es vielen, die hier zuschauen, wahrscheinlich ähnlich ging wie mir, mal abgesehen davon, dass wir alle kein Wochenende mehr haben, weil mittlerweile am Wochenende mehr Breaking News sind als während der Handelszeiten, aber man merkt vor allen Dingen, dass dieses Thema selbst für jemanden wie mich, 30 Jahre Wall Street, aber das Thema Banken ist nochmal ein wirklich spezielles Thema, und sich da reinzuarbeiten und reinzuknien und das dann einigermaßen gut auch zu reflektieren, ist gar nicht so einfach. Wie würdest du denn das beschreiben, was wir aktuell sehen? Und ich fange mal mit den USA an, weil man USA und Europa, glaube ich, nochmal unterscheiden muss. Würdest du hier von einer Vertrauenskrise sprechen? Würdest du von einer Bankenkrise sprechen? Also ich würde eher von einer Vertrauenskrise als einer Bankenkrise sprechen, ganz klar. Ich glaube, die Fälle sind sehr isoliert, auch innerhalb der USA, und sind sehr spezifisch. Ich glaube, wir können gerne nochmal darauf eingehen, was genau die Faktoren sind, aber bei dem Kollaps der SVB-Bank, da kamen schon wirklich einige Dinge zusammen, die auch zusammenkommen mussten, damit es zum Fall kommen kann. Auf der anderen Seite war es allerdings im Nachhinein betrachtet eigentlich auch nur eine Frage der Zeit, dass das passiert. Du hattest das sogar auch in einem Studiendokument im, ich glaube, August letzten Jahres mal angesprochen, ne? Genau, also wir haben die Problematik gesehen. Wir haben letztes Jahr auch im sogenannten diesem Jackson Hole Zentralbank-Treffen eine Arbeit vorgestellt, wo wir darauf hingewiesen haben, dass ein abruptes Zurücknehmen von Liquidität der Zentralbanken zu Problemen im Bankensektor führen kann, aus bestimmten Gründen. Wo wir damals schon gemerkt haben, auch Jerome Powell war auch da gewesen und hat gesagt, das ist eines der Probleme, die sie nicht auf dem Schirm hatten eigentlich. Das haben Sie damals schon gesagt? Das haben Sie damals gesagt, aber natürlich kann auch keiner genau sagen, in welcher Art und Weise das zum Problem wird. Aber man hat ja hier gesehen, dass es tatsächlich dann auch in irgendeiner Art und Weise ein Liquiditätsproblem für die Bank war.
was verwunderlich war, gegeben der vielen Liquidität, die im Markt war. Ja, und das muss man erstmal verstehen. Wie kann es sein, wenn die Zentralbank nichts anderes gemacht hat, als Liquidität zu geben, dass genau das eigentlich zum Verhängnis wird? Jerome Powell hat in der Pressekonferenz heute betont, das ist ein isoliertes Event, isolierte Ereignisse, die wir sehen. Teilst du die Meinung? In der Form aktuell würde ich sagen, ja. Ich glaube, die relativ schnelle Aktion über das Wochenende zu sagen, alle Einlagen sind sicher, hat dazu geführt, dass es nicht noch zu einer größeren Katastrophe gekommen ist, auch wenn man nicht mit allem einverstanden sein muss, was da passiert ist. Stimmt das denn? Ich würde das schon sagen, also die alle Einlagen zu schützen ist, glaube ich, extrem schwierig. Ja? Aber allein die Aussage dazu ist schon, ich glaube, das ist schon richtig. Ja? Und die Frage ist ja, man möchte ja einfach nur vermeiden, dass plötzlich das Geld von kleineren Banken, die vermeintlich weniger systemrelevant und deswegen nicht gesichert, gerettet werden, in größere Banken abwandern. Und ich glaube, das hat man dementsprechend geschafft. Was man halt nicht damit schafft, ist A, das Problem gegebenenfalls zu lösen, was da ist und vielleicht auch bei mehreren Banken da ist. Und man muss auch aufpassen, dass natürlich dann solche Aktionen dann auch wieder Reaktionen nach sich ziehen können. Ja, aber ich denke jetzt hier, glaube ich, es war tatsächlich ein isolierter Fall, aber man darf nicht unterschätzen, dass das Problem an sich ein Problem ist, das auch andere Banken haben. Ja. Jetzt wird ja immer wieder betont, dass die SVB und auch die Silvergate Capital, die ersten beiden Finanzhäuser, die gescheitert sind, Sondersituationen waren. Du hast das Stück weit selber auch schon angesprochen. Silvergate, glaube ich, brauchen wir nicht drüber reden. Im Kryptobereich war klar, dass sie anfällig waren. Ja, da haben wir auch das erste und große Blutbad gesehen in dem Markt. Warum war SVB für dich keine Überraschung? Also was ist passiert? Ich glaube, man muss beide Seiten sehen. Man muss die Aktivseite und die Passivseite sehen. Was hat die SVB gemacht? Erklär noch mal ganz kurz, Aktivseite, Passivseite. Genau, auf der einen Seite, die Passivseite ist die Finanzierungsseite. Ja, also wie finanziert sich eine Bank? Da sind beispielsweise die Einlagen, die du und ich und alle anderen bei einer Bank haben, die sind dort und die haben auch im Prinzip den sogenannten höchsten Rang. Die sind eigentlich geschützt. Prinzip und dann gibt es noch eine Einlagensicherung, die weiter schützt und ähnliches. Und dann gibt es dann noch gegebenenfalls noch weitere und das Eigenkapital, was dann im Prinzip dann den sogenannten Aktionären gehört und eigentlich auch die ersten Verluste auffangen soll. So. Und dann gibt es die Aktivseiten. Auf der Aktivseite sind eigentlich alle Geschäfte, die die Bank macht, sprich alle Kredite sind dort, dann sind dort auch Wertpapiere, die sie kauft, aber auch dann beispielsweise Barmittel, die sie hält. Ja, und so ist das Ganze aufgebaut. Und man muss sich beide Seiten anschauen, um das Problem zu verstehen. Und die SVB Bank war einmal speziell in dem Sinne, dass sie über die letzten 2-3 Jahre, also nach Corona, nachdem als Zentralbank wieder massiv Liquidität in den Markt gegeben hat, die Bilanz über verdreifacht hat. Mhm. Ja, und zwar in zwei verschiedenen Positionen. Auf der einen Seite sind die Einlagen auf der Finanzierungsseite verdreifacht und auf der anderen Seite sind die Aktiva, also die Wertpapiere, die sie gekauft hat. Aber eigentlich waren es sehr, sehr risikofreie Dinge. Ja, also die haben sehr viele Hypotheken gehabt, die eigentlich auch in den USA als risikofrei gelten und vor allen Dingen langlaufende Staatsanleihen. So. Auf die Einlagen, die sie genommen hat, die waren aber, waren sie sehr kurzfristig. Im Prinzip, wir sagen, dass sie sind eigentlich sofort abrufbar, auf Knopfdruck sozusagen. Und sie waren, und das ist bei der SVB ein Riesenproblem, es waren halt nicht einfach so Einlagen wie meine, wahrscheinlich, bei dir weiß ich es nicht, ja, sondern aber es waren halt sehr große Einlagen. Ja. Es waren die Venture Capitalists, es waren die Firmen, die Startups, die auch Kredite von der Bank bekommen haben. Sascha, aber stell das nochmal klar, wegen mir ist die SVB jetzt nicht kollabiert, um es nur nochmal klar zu sagen. Ja. Das ist auch gut zu wissen, aber andere Reiche haben scheinbar ihr Geld verloren, die dort investiert haben, es gab einige Namen in der Presse. Du sagst, das Geld war schnell abrufbar. Geld war schnell abrufbar, genau. Also im Prinzip, und das war das Problem. Und das vor allen Dingen auch, weil sie halt einfach, die einzelnen Einleger hatten so viel Geld auf einmal dort. Ja, das heißt, wenn jemand abgezogen hat, hat er gleich unter Umständen Millionen an Dollar abgehoben. Und dann war es auch noch so, dass die Leute im Prinzip sich eigentlich irgendwo alle kannten. Ja, wenn dann einer sagt, so, ich habe mein Geld abgehoben, die Bank ist nicht sicher, dann fangen dann noch 2, 3, 4, 5 Leute andere an und dann muss die Bank das tatsächlich auszahlen. Was ist hier passiert?
sie hatten halt nicht hinreichend Barbestände, das zu machen. Und was mussten sie tun? Sie mussten plötzlich anfangen, Wertpapiere zu verkaufen, die sie auf der Bilanz hatten. So, und damit fing das Problem an. Wertpapiere, ja, die zu Parität bewertet wurden, aber letztendlich zum Marktwert weitaus weniger wert waren. Genau, genau, weil die meisten, ungefähr 90% aller Wertpapiere, wurden im sogenannten Bankenbuch gehalten. Und dieses Bankenbuch besagt, sie werden einfach zu den Kosten gehalten, zu denen sie gekauft sind. So, und das ist in der Regel 100%. So. Und was jetzt da passiert ist, ist, dass in den letzten paar Monaten die Zentralbanken ja die Zinsen erhöht haben. Und was passiert dann? Man berechnet den Marktwert eines Wertpapiers, indem man die Beträge, die in der Zukunft anfallen, quasi auf den heutigen Tag, wir nennen das diskontiert, also den heutigen Wert davon ermittelt für das, was ich erst vielleicht in 5, 6 Jahren bekomme. Wenn die Zinsen steigen, dann diskontiere ich das Ganze mit einem sehr viel höheren Zinssatz und der Wert heute sinkt. Im Prinzip ist das gar kein Problem, wenn die Anleihen gehalten werden bis zur Endfälligkeit, weil sie dann zu 100% zurückgezahlt werden. Wenn ich sie aber zwischendurch verkaufen muss, dann bekomme ich ein Problem, weil dann muss ich halt zu Marktpreisen verkaufen. Denn natürlich möchte jemand, der das dann abnimmt, auch nur den aktuellen Wert bezahlen. Ja? Und das war halt das Problem. Durch die höheren Zinsen sind die Werte der sonst sicheren Staatsanleihen gefallen. Sie mussten diese Wertpapiere verkaufen, haben Verluste realisiert und dann, das ist halt das Problem, diese Verluste müssen dann auf der Finanzierungsseite gegen das Eigenkapital abgeschrieben werden. Ja. So, und das hat sich halt zu 2-3 Milliarden aufgehäuft und damit hat man halt sehr viel von Kapital verloren. Und dann hat die Bank auch einen entscheidenden Fehler noch gemacht. Sie haben halt gesagt, Junge, wir haben halt sehr viel Geld abschreiben müssen, jetzt müssen wir noch eine Kapitalerhöhung machen. So. Und dann bekomme ich halt einfach auch kein Geld, weil jemand sagt, okay, für jemand, ich fass jetzt nicht ins fallende Messer sozusagen. Und damit konnte die Bank kein Eigenkapital aufnehmen und damit hat sie halt eigentlich noch mehr dazu geführt, dass mehr Leute ihr Geld zurückhaben wollten. Also ihr seht, das Thema ist wahnsinnig komplex. Man kann allein schon über einen Fall wirklich lange, lange Zeit reden. Wir haben jetzt die First Republic Bank, die auch Wege sucht, im Prinzip frisches Kapital aufzutreiben, weil die Bank laut Berichten etwa 40% der Kundeneinlagen verloren hat. Damit funktioniert das Geschäftsmodell in der bisherigen Form nicht mehr. Aber ich möchte das auch, um es etwas einfacher zu gestalten, vielleicht einfach mal in verschiedenen Kapiteln durchgehen. Wir fangen mal an hier mit den Vereinigten Staaten. Schauen uns die Banken hier an, schauen uns dann den Kollaps der Credit Suisse an und die Übernahme durch die UBS. Und ich glaube, man muss hier auch nochmal stark unterscheiden zwischen dem, was in Europa passiert und was hier passiert. Fangen wir mal ganz einfach an und ich glaube, das muss man erstmal auch den Zuschauern erklären. Wir haben ein Liquiditätsproblem und wir haben ein Funding-Problem bei den Banken. Wo liegt da eigentlich der Unterschied? Also im Prinzip sind beides Liquiditäten. Die eine Seite ist nur die Liquidität der Wertpapiere oder das, was man kaufen oder verkaufen möchte. Und das andere ist die Liquidität, die man aufnehmen möchte, um tatsächlich damit auch zu arbeiten. Die Frage ist, die wir uns stellen und die stellen sich tatsächlich auch die Leute, die eigentlich Experten im Thema sind, ist es tatsächlich ein reines Liquiditätsproblem oder ist es eigentlich ein sogenanntes Kapitalproblem, was die Banken haben? Ja, und hier würde ich tatsächlich eher dazu neigen, dass es sogar ein Kapitalisierungsproblem der Banken ist. Der Regionalbanken. Der Regionalbanken ist, genau. Worüber wir reden, ist im Prinzip kein Problem der großen Banken. Also eine JP Morgan, eine Bank of America, die großen Banken haben nicht dieses Problem. Hier ist es wirklich die Regionalbanken, die sehr, sehr viel gerade in diesen Wertpapieren investiert. Und dementsprechend haben wir ja auch eine große Verlagerung von Kapital raus aus den Regionalbanken rein in die Großbank, was das Problem eigentlich erst nochmal potenziert. Das potenziert das Problem, weil natürlich dann Liquidität weiter verloren geht und ist die Frage, kann man das tatsächlich aus den einfachen Barmitteln, die die Bank hat, bezahlen oder werden andere Probleme dann auch gezwungen sein, diese Wertpapiere zu verkaufen und gegebenenfalls diese Verluste auch zu realisieren. Ja, und genau dieses, das war ja auch das, was die Zentralbanken oder auch die Regierung in den USA machen wollten, durch die Garantie an dem Sonntag, dass man diesen Geldfluss oder diesen Kapitalabfluss auch verhindert. Ja, also damit ist das Problem sehr, sehr isoliert im Regionalbankensektor. Und da stellt sich halt dann schon die Frage, wie wichtig sind die Banken? Und sie sind vielleicht einzeln klein, also eine SVB-Bank hat eine Bilanzsumme von vielleicht 200 Milliarden Dollar, ist im Vergleich natürlich relativ klein. Aber wenn man dann die Regionalbank als Ganzes betrachtet und dann auch die Tatsache, dass sie eigentlich im Prinzip verantwortlich sind für die Finanzierung mehr oder weniger des
Großteil des Hypothekenmarktes auch in den USA, also gerade auch in den einzelnen Regionen, sind sie schon sehr, sehr relevant. Ja, und deswegen muss man da auch schon ein gewisses Augenmerk drauf haben. Ich schaue mal die Fragen hier, weil wir schon extrem viele Fragen hier drin haben. Mal schauen, was wir nehmen können. Kann man das Risiko einer Bank aus den Zahlen ablesen? HTM, also im Prinzip die Art und Weise, wie sie bilanziert werden, werden zwar angegeben, aber ohne Laufzeiten, Zinssätze und so weiter. Lässt sich das im Prinzip ausrechnen oder kann man das schwer abschätzen? Man kann das im Prinzip, das ist eine sehr gute Frage, man kann tatsächlich vieles allein schon ablesen. Ja, man konnte beispielsweise, wenn man in die Bilanz der SVB-Bank geschaut hat, hätte man schon im dritten, vierten Quartal letztes Jahr schon massive Abflüsse aus den Einlagen beobachten können. Das ist meistens ein Zeichen, dass das die ersten Probleme da sind, weil der Bankrun, der dann stattgefunden hat, der ging dann sehr, sehr schnell, aber die Probleme haben sich vorher abgezeichnet. Und dann kann man natürlich auch sehen, was das Portfolio ist. Ja, man kann eine Abschätzung machen von wie langläufig sind tatsächlich die Aktien und was würde dann ungefähr einen Zinsanstieg ungefähr für das Portfolio bedeuten. Aber auch um das einmal noch mal kurz zu sagen, aber auch die verschiedenen Datenanbieter, also ist jetzt für Privatpersonen wäre das jetzt vielleicht schlecht ablesbar, aber im Prinzip jeder Analyst hätte schon Ende 2021 sehen können, was für ein Problem war. Ja, weil Daten an Bankanbieter haben diese Ausrechnung gemacht und haben gesagt, was hat denn 200 Basispunkte Zinsanstieg für Auswirkungen auf das Wertpapierportfolio? Und da hieß es auch schon, es war ein Abschlag von 30% zu erwarten. Also die Daten waren da, wir hatten eigentlich alle Informationen, wir hatten einfach nicht hingeschaut und es nicht interpretiert. Welche Rolle spielt denn die Art und Weise, wie diese Anleihen, diese Papiere, die gehalten werden, bilanziert werden? Denn wir haben jetzt ja auch den Fall, dass die Notenbank sagt, du, kein Problem, bring mir deine Anleihen, wir bewerten die zum Pari-Wert, also 100%, obwohl der tatsächliche Wert ja viel niedriger ist, alles in Ordnung, wir geben dir zu 100% einen Kredit. Man sprach da immer, und ich glaube, das muss man auch nochmal wirklich erklären, man sprach immer von unrealized losses, also unrealisierte Verluste, die eigentlich keine Rolle gespielt haben, weil, naja Gott, wir wussten ja, wie die bilanziert werden, und wenn sie die bis zum Verfalltermin halten, ist ja kein Schaden angerichtet. Warum wurde das trotzdem zum Problem? Die Banken können zu zwei verschiedenen Arten bilanzieren. Und das eine nennen wir sagen das Bankenbuch sozusagen. Da muss es tatsächlich zu den Kosten bilanziert werden, zu denen es gekauft worden ist. Also 100%. Zu 100%. Und dann gibt es ein sogenanntes Handelsbuch. Und das Handelsbuch ist etwas, was wir sagen, zu Marktwerten geführt wird. Das heißt, wenn dort Zinsänderungen da sind, muss tatsächlich dann täglich auch das Ganze quasi abgeschrieben werden. Und dieses Handelsbuch hat man in der Regel, wenn man sagt, man möchte Wertpapiere nicht bis zum Ende halten, man muss aus irgendeinem Grund verkaufen oder gerade größere Banken haben das, weil sie auch, wir sagen das sogenannte Market Maker. Ja, sie sind im Prinzip zwischen den Parteien und versuchen Käufe und Verkäufe einzelner Parteien auszugleichen und haben halt dann solche Handelsbestände auch. Bei der SVB Bank kann man sagen, es waren im Prinzip 20% der Wertpapiere waren im Handelsbuch gewesen, 80% waren im Bankenbuch gewesen. Das heißt, auf diese ersten 20% haben sie tatsächlich die Verluste realisiert. Und diese waren dann tatsächlich auch beobachtbar und führten mit Sicherheit auch zu dem ersten Abzug der Einleger hierbei auch. Ja? Also im Prinzip ein Kreislauf, der losgetreten wird. Du hast jetzt, du sagst also, wenn man verkaufen muss, zum Beispiel Kunden flüchten, ziehen Geld ab. Bei der First Republic wurden schätzungsweise 40% der Einlagen abgezogen. Das kann auch dazu führen, dass dann im Prinzip diese Papiere verkauft werden müssen. Aber nicht mehr in diesem Fall, weil First Republic zu Federal Reserve gehen kann und sagen kann, look, hier sind meine Anleihen, gib mir zu 100% einen Kredit darauf. Das heißt, das Problem wurde damit eigentlich gelöst. Ja? Genau, das ist jetzt, was gemacht worden ist, dass gesagt worden ist, okay, es gibt die Möglichkeiten, jetzt diese Wertpapiere an die Zentralbank zu geben. Man bekommt in dem Gegenwert Liquidität und kann mit der Liquidität dann, wenn es sein muss, auch die Einleger auszahlen. Eine wichtige Frage wäre, und auch da gibt es eigentlich keine richtige Antwort drauf, dieses, was auch Paul vorhin erwähnt hatte in seiner Rede, dieses sogenannte Discount Window, das gab es auch vorher. Ja, das heißt, warum hat nicht die SVB Bank die Staatsanleihen, die sie gehalten hat, vorher nicht zur Zentralbank geben können und hat sich dafür Liquidität besorgt? Das ist halt eine wichtige Frage. Jetzt frage ich mal relativ frech. Es gab ja böse Zungen, die gesagt haben, komisch, Goldman Sachs kauft eine der Kreditbücher von SVB.
Und Goldman Sachs hat wohl anscheinend die SVB auch beraten, um zum Beispiel diese Kapitalerhöhung wohl auch zu versuchen durchzuführen. Kann das Taktik gewesen sein? Wagst du da eine Meinung zu? Schelm ist, der nichts Böses denkt dabei, aber die, es gibt immer, es gibt in dem, im Finanzbereich gibt es große Interessenskonflikte immer. Ja, und die kann man versuchen zu vermeiden. Das war jetzt, glaube ich, optisch nicht die beste Art und Weise wahrscheinlich. Ja, aber was anderes kann man da nicht interpretieren. Gell? Aber ich denke, man sah relativ, auch wirklich, ich glaube, am Ende ist man immer schlauer. Gell? Aber man konnte eigentlich letztes Jahr schon sehen, dass die großen Banken haben eigentlich profitiert von den Zinserhöhungen. Ja, weil eine Zinserhöhung hat zwei Effekte. Auf der einen Seite eigentlich, die Banken haben ja auch die ganzen immer sich beschwert. Die haben gesagt, die Zinsen waren so lange niedrig, wie kann man denn tatsächlich damit Geld verdienen? Nettozinseinnahmen. Ja, das heißt, hohe Zinsen müssen eigentlich gut sein für Banken. Ja, und der Grund ist eigentlich, weil die Einleger sehr wenig bis null Zinsen bekommen auf ihre Einlagen. Und die Kredite relativ schnell an den Marktpreis der Zinsen angepasst werden. Ja, wenn jetzt plötzlich die Zinsen ansteigen und die Einleger ihre wenig Zinsen bekommen, steigen plötzlich die Zinsen der Kredite und diese Spanne kann dann von der Bank tatsächlich als sogenannte Zinsmarge dann eingenommen werden. Ich komme gleich auf die Frage hier rein mit First Republic, aber ich möchte den Faden nochmal weiterspinnen. Wir hatten ja im Umfeld dieses Bankenkollapses, SVB und Silvergate Capital, auch den Hinweis der KeyCorp, oh by the way, die Nettozinseinnahmen werden enttäuschen, weil wir mehr Zinsen, die wir erhalten, weitergeben müssen an den Endkunden. Weil das Geld sonst abfließt. Und ich möchte eine Grafik mal hier mit einblenden, die wir dazu vorbereitet haben. Und zwar sieht man mal sehr schön, wie das Geld eben abfließt, zum Beispiel in Geldmarktfonds. Das war übrigens vor dem Kollaps dieser Banken. Das heißt, Geldmarktfonds hatten sowieso schon ein Rekordvolumen drin. Und ich habe selber in der Opening Bell wochenlang darüber berichtet. Guys, 6 Monate Zins, 6 Monate risikolos, 5% Zinsen auf 6 Monatspapiere. Welcher blöd, das Geld im Checking-Account, also im Girokonto zu lassen. Also ist diese Problematik, dass die Nettozinseinnahmen auf einmal schrumpfen und das Geld abfließt, erklär uns doch nochmal, welchen Effekt hat das, wenn auf einmal Markus Koch geht zu seiner Pusemuckelbank und kauft jetzt Money Market Funds und T-Bills. Das Geld ist jetzt nicht mehr in meinem Girokonto. Was bedeutet das für die Bank und welche Konsequenzen hat das? Also zum einen mal ist natürlich, dass das Geld ist nicht mehr als Einlagen verfügbar und kann dementsprechend nicht mehr für beispielsweise zur Kreditvergabe auch verwandelt werden oder zum Kauf von Wertpapier und Ähnlichem. Ja? Das heißt, die Bank muss dementsprechend dann, wenn sie weiter diese Geschäfte machen möchte, muss sich anderweitig refinanzieren. Die nächste, wenn es nicht über Einlagen geht, muss man das dann über Anleihen, über andere Finanzierungsformen, die aber teurer sind. Ja, das heißt, für die Bank bedeutet das dann plötzlich, die Finanzierungskosten steigen an. Und dementsprechend sinkt dann entsprechend die Differenz zwischen dem, was man auf der Aktivseite einnimmt und auf der Passivseite zahlt. Für dich als Privatperson heißt das natürlich, es gibt kein Free Lunch. Das heißt, eine höhere Rendite ist auch verbunden mit einem höheren Risiko. Das heißt, dementsprechend, selbst wenn dann tatsächlich in verschiedenste Geldmarktprodukte investiert wird, diese unterliegen nicht dem sogenannten Einlagenschutz, wenn dann tatsächlich, und das hat man 2008 auch gesehen, Money Market Funds vermeintbar sicher können auch, man nannte das damals Breaking the Buck, ja, kann plötzlich auch in Probleme geraten und dann ist das Geld definitiv nicht sicher. Okay, aber jetzt, ich meine, das ist doch das Paradoxe an diesem Irrsinn, den wir sehen, oder? Weil auf der einen Seite sagt die amerikanische Notenbank, wir ziehen die Zinsen weiter an. Und nochmal hier diese Grafik als Untermauerung. Wir erleben oder haben in den USA jetzt die stärkste Zinsanhebungsphase hinter uns in 40 Jahren. Und wenn man sich die Historie mal anschaut, dann sehen wir, dass historisch betrachtet immer nach einer so starken Zinsanhebungswelle irgendwelche Krisen losgetreten wurden. Ne? Die Subprime-Krise, die Tech-Bubble, der Kollaps von LTCM, die bis hin zur Lateinamerika-Schuldenkrise der 80er Jahre. All das wurde immer auch mit ausgelöst durch eine im Vorfeld deutliche Anhebung der Zinsen. Jetzt geht die Notenbank hin und sagt, also wir müssen vielleicht noch ein bisschen mehr machen, aber keine Sorge, ihr könnt euch ja finanzieren zu 100% Paritätswert bei der amerikanischen Notenbank, um euch liquide zu halten. Euer Geld ist sicher sozusagen. Aber ist die Notenbank nicht hier, ich meine, die eigentliche Ursachegeber ist die Inflation, aber
Welche Verantwortung hat hier die Notenbank und riskiert die Notenbank hier nicht doch einen größeren Schaden anzurichten? Also erstmal diese, ich denke ja, auf jeden Fall. Ich glaube, diese sogenannte Discount Window, das finde ich eine richtige Sache. Und das ist auch genau das, was eine Zentralbank machen soll. Wenn eine Bank Liquiditätsprobleme hat, soll sie gegeben der Wertpapiere, wir nennen das Sicherheiten, soll sie mit diesen Sicherheiten zur Zentralbank gehen, im Gegenwert davon dann Geld, Liquidität bekommen und damit weiterarbeiten zu können. Was jetzt die Zentralbank gemacht hat, ist gesagt, ihr könnt jetzt hingehen, könnt jetzt am Markt zu 90 Cent den Dollar Anleihen kaufen und wir geben euch 100% Liquidität. Das ist natürlich, setzt überhaupt gar keine guten Anreize, ja, weil damit saugt man sich eigentlich mit weiteren Anleihen vor, gibt dir die Zentralbank und holt sich damit im Prinzip die Liquidität und holt sich unter Umständen noch mehr von diesem Zinsrisiko eigentlich rein, was man eigentlich damit vermeiden wollte. Ja. Ich glaube schon, die Aufgaben der Zentralbank sind schon richtig und ist auch wichtig. Ich glaube aber schon, dass man darüber nachdenken muss, dass man die ganzen Liquiditätszuflüsse, die der Finanzsektor bekommt, mit sogenannten Beschränkungen versehen muss. Ja. Das, was wir auch in dieser Arbeit für das Jackson Hole Meeting letztes Jahr geschrieben haben, sagte, Banken nutzen die Liquidität und geben eigentlich noch mehr Liquiditätsversprechen am Markt ab, indem sie viele Einlagen geben und insbesondere die Einlagen extrem kurzfristig machen, die sind alle unbesichert oder machen noch ganz viele andere Dinge, die zum Beispiel versprechen, die außerhalb der Bilanz sind, wie beispielsweise Kreditlinien, die auch wir auf unseren Girokonten zum Beispiel haben. Das war das große Problem, was wir 2020 gesehen haben. Wenn man jetzt aber tatsächlich sagt, hier, wir geben euch das Geld, weil wir wissen, der Markt braucht die Liquidität in diesem Moment, aber wir sagen euch, ihr dürft gewisse Dinge mit den Sachen, mit dem Geld nicht machen, dann würde man wahrscheinlich deutlich besser fahren. Ja. Versucht die Notenbank, Sascha, damit den Spagat, einerseits die immer noch erhöhte Inflation einzufangen, gleichzeitig den Bankensektor zu stützen, weil der Kampf gegen Inflation wichtiger ist oder wichtig ist, sagen wir es mal so. Und man darf nicht das falsche Signal senden. In den 70er, 80er Jahren ist ja die Notenbank immer wieder mal eingeknickt, hat dann pausiert, musste dann wieder loslegen. Ich meine, es ist schon ein bisschen paradox, dass eigentlich offiziell auch heute in der Notenbanktagung Jerome Powell ja die Bilanz erstmal weiter reduzieren will. Ja, gleichzeitig explodiert die Bilanz um 400 Milliarden, laut JP Morgan 440 Milliarden, weil die Banken Finanzierungsfenster bekommen, um quasi keine Turbulenzen zu erleben. Ist das nicht ein bisschen paradox? Das mag so klingen, aber es sind halt sehr unterschiedliche Aspekte, die man hier machen möchte. Auf der einen Seite möchte man die Bilanz verringern, in dem Sinne, dass man die vielen Wertpapiere, die man gekauft hat in den letzten Jahren, sei es jetzt Hypotheken, sei es auch Unternehmensanleihen oder Staatsanleihen, die möchte man wieder normal in den Markt halt reingehen und dementsprechend dann die Liquidität in dem Sinne raus entziehen. Parallel will man aber den Banken, die es tatsächlich brauchen, die Möglichkeit geben, diese Liquidität aufzunehmen. Im Prinzip kann man damit auch sagen, es ist eine versuchte Steuerung von, wie sich Liquidität im System verteilt eigentlich. Ja? Die war nämlich auch sehr asymmetrisch gewesen eigentlich. Wie nimmst du das denn wahr? Du bist an der Frankfurt School of Finance, du schaust dir an, was aktuell passiert. Wir haben eine Notenbank-Chefin, die jetzt Chefin des Finanzministeriums ist. Wir sehen, dass der Staat und die Notenbank eigentlich immer enger zusammenarbeiten. Mittlerweile, auch bei den Aussagen, die getätigt werden, euer Geld ist sicher, haben wir auf einmal eine Kooperation zwischen Finanzministerium und Notenbank. Wie ist das einzustufen? Wie bewertest du das als Forscher? Gut, ich glaube, ich denke, beide sind wichtig. Es ist auch wichtig, zusammenzuarbeiten. Ja, es ist schon wichtig, dass die Zentralbank hat ihren Fokus, den sie machen soll. Soll natürlich auch unabhängig sein. Die Frage ist immer, ist Unabhängigkeit davon gewahrt, wenn tatsächlich diese hohe Kooperation dann dabei ist? Auf der anderen Seite ist natürlich dann der Staat dabei, der schauen muss, dass die Konjunktur eigentlich am Laufen gehalten wird. Und was sie auch, wenn es auch dementsprechend gemacht hat mit massiven Eingriffen in den Wirtschaftssektor. Ja, und hat dementsprechend aber natürlich die Inflation auch eigentlich, meine ich mal, auch substanziell halt mitgetrieben. Ja, absolut. Also von daher sind beide diese Akteure schon wichtig. Das Wichtige ist halt, dass es nicht das sein kann, und das haben wir auch häufig in Europa, die Diskussion, inwieweit ist die Notenbank tatsächlich unabhängig und kann dementsprechend auch diese Entscheidung machen, die Liquidität wieder ausmachen. Ich hatte eine Frage eingeblendet, die ich jetzt rausgenommen hatte. Ich will sie aber trotzdem stellen. First Republic, wie geht es da jetzt letztendlich weiter? Wir haben ja Berichte,
dass Jamie Dimon, der CEO von JP Morgan, dort im Lead ist mit den Großbanken und in Kooperation mit First Republic, mal zu sehen, wie man das Kind schaukeln kann. Es wurden ja oder sollten 30 Milliarden eingeschossen werden an Kundeneinlagen. Moody's und S&P haben trotzdem First Republic abgestuft und sie haben 40% der Kundeneinlagen verloren. Wie geht es da weiter deines Erachtens? Also wir spekulieren jetzt mal ein bisschen, er weiß es natürlich auch nicht, aber wenn du dir es mal anschaust, also die Gegebenheiten, was wäre denn aus deiner Sicht ein machbarer Weg? Also eigentlich atmet er schwer durch. Ja, es ist schwierig. Also wir haben keine, diese Magic 8-Ball fehlt hier irgendwo, geil, dass man so sehen kann, was passiert. It's magic, baby. Anything goes on Wall Street. Es ist alles magic. Ich glaube, was irgendwo wahrscheinlich ist, ich glaube, Sie haben ja angefangen mit der Ankündigung, wir wollen selber Milliarden an Einlagen in die Bank reingeben. Die Großbank, mit der man arbeiten kann. Das wäre mit Sicherheit eine Möglichkeit. Eine Möglichkeit wäre auch, dass eine der Großbanken sagt, wir absorbieren sie einfach auf unsere Bilanz, ja, die zum Geschäft passt. Eine Bank of America würde beispielsweise da in den Sinn kommen. Eine andere Möglichkeit wäre, dass die Notenbank bzw. der Einlagenschutz in den USA sagt, wir tatsächlich garantieren alle Einlagen. Kann er gar nicht sagen, oder? Ohne Genehmigung des Kongresses. Kann sich die unter Genehmigung vom Kongress ja holen und die Frage mit der Aussage, schau, wenn wir das nicht machen, ist unter Umständen der gesamte Mittelstand in Gefahr und alle über der meiste Hypothekenmarkt auch, dann wird der Kongress schon sagen, natürlich macht das mal bitte. Aber das ist eigentlich die dankbar schlechteste Möglichkeit. Warum? Ja? Wir haben das in den letzten Krisen, also nach der Finanzkrise 2008, 2009 in Europa massiv gesehen, dass dort gerade in Spanien, Italien anstelle, USA hat es richtig gemacht, die haben massiv Eigenkapital in die Banken gesteckt. Ja, man sagt teilverstaatlichen, das war eine republikanische Regierung, die eigentlich nicht unbedingt für Verstaatlichung steht. Aber was hat man damit geschafft? Man hat es einmal geschafft, die Banken zu stärken, man hat den gesamten Markt gestärkt, weil plötzlich mehr Kapital im System war, das tatsächlich Verluste auch absorbieren kann. Was haben wir in Europa gemacht? In Europa haben wir anstelle den Banken mehr Eigenkapital zu geben, haben wir einfach Liquidität garantiert. Ja? Das führt dann dazu, und zwar ohne Konditionalitäten. Ja, das führt einfach dazu, dass die Banken mit der Liquidität machen konnten, was sie wollten. Und in Spanien, Italien führte dazu, dass man einfach schön langfristige spanische, italienische Staatsanleihen gekauft hat. Das Problem ist gar nicht so unterschiedlich gelagert, was bei SVB gewesen ist. Auch das waren Staatsanleihen, die zum Verhängnis geworden sind. Allerdings aus leicht anderen Gründen, weil es dem Staat halt auch einfach wirklich nicht gut geht. Ja, aber man hat einfach, diese Garantien führen dazu, dass Banken einfach wetten können, weil sie wissen, die Liquidität kommt von jemandem her oder wird gar die Verluste werden garantiert und das führt zu der schlechtesten aller Welten, weil die guten Firmen wandern eh ab, die sehen, die Banken sind schlecht, ja, die können woanders hingehen, dann bleiben nur die Schlechten da. Ja, und dann kommt sowas, was man in Europa sehr stark als diese Zombies bezeichnet hat. Dann haben wir plötzlich Zombie-Banken, Zombie-Firmen und das hat extrem negative Konsequenzen. Ich möchte nochmal zu First Republic zurückkommen. Ja. Wir hatten ja die Spekulation, dass eventuell die 30 Milliarden gewandelt werden in eine Art Equity-Einschuss, also Kapitaleinschuss sozusagen, was natürlich zu einer immensen Verwässerung der Aktionäre führen würde. Wir haben etwa 186 Millionen First Republic-Aktien ausstehen. Wenn man sich einen aktuellen Kurs anschaut, der wahrscheinlich in 3 Minuten schon wieder komplett anders ist. Aber dann hätten wir eventuell hier 1,5 bis 2 Milliarden an neuen Aktien, die ausgegeben werden. Ne? Also sehr, sehr gefährlich, auf solche Situationen hinweg zu spekulieren. Ne? Weil also reich wird da im Prinzip der Aktionär wahrscheinlich nicht mit. Ja? Nein, aber ich glaube, die Frage ist, wer ist die relevante Partei, auf die man hier gucken möchte? Ist es tatsächlich der Aktionär, der eigentlich eh verlieren würde, wenn die Bank pleite geht? Oder ist es der Bankenmarkt an sich und auch die Einleger, die dort geschützt werden müssen? Ja, also ich glaube, die tatsächlich eine Umwandlung in Eigenkapital hätte extremst viele Vorteile für die Bank und auch für die Einleger und würde auch für deutlich mehr, wir sprachen vorhin über Vertrauen. Ja, ich glaube, Einlagen schafft Vertrauen. Ja, ich sagte selber, in God we trust, ja, aber everybody else needs to bring capital. Und das ist eigentlich das, was die Banken eigentlich machen müssen. Nur dieses Kapital, was die Banken oder das Banksystem tatsächlich hat, schafft das Vertrauen, dass Verluste auch absorbiert werden können dadurch, aber auch, dass die Bank so erstmal versucht, ordentlich zu wirtschaften, weil sie weiß, sonst geht es eigentlich unserem eigenen Geld auch an den Kragen. Ein Schritt zurück, damit will ich das Thema USA auch abhaken und noch ein paar Fragen hier mit reinnehmen, bevor wir über die Credit Suisse und über Europa reden. Das heißt, deine Grundannahme ist,
dass mit den Aussagen, die heute getroffen wurden, von der FDIC, Einlagensicherung, die Maßnahmen der Federal Reserve, die Bilanz wird expandiert um über 400 Milliarden und Garantien quasi vom Finanzministerium, eure Einlagen sind sicher. Glaubst du, dass damit die Vertrauenskrise abgewendet ist? Ich glaube, man hat es geschafft, den unmittelbaren Bankrun zu verhindern, der entstanden wäre davon. Es ist keine langfristige Lösung. Ja, also ich glaube, es werden massive Probleme noch weiter auftreten, weil die Grundprobleme, die Bank hat, haben auch andere Banken, vielleicht in anderen Konstellationen. Dann werden andere Probleme kommen, dann hat man wieder dasselbe und dann geht das Vertrauen noch weiter den Bach runter sozusagen. Ja. Von daher glaube ich, dass es tatsächlich jetzt auch anderer Maßnahmen bedarf, um das Vertrauen herzustellen. Und was wir eigentlich immer programmieren, was gemacht werden müsste, ist anhand von sogenannten Stresstests, die man eigentlich angeführt hatte 2008, auch mit tatsächlich guten Szenarien, auch wirklich zu schauen, welche Risiken sind in welchen Banken. Aber ich meine, hat der Bankenstresstest, ist der Beweis dieser Kollaps, der Vertrauensverlust, den wir hatten, jetzt isoliert, zugegebenermaßen? Aber ist das nicht auch ein Hinweis darauf, dass der Bankenstresstest eigentlich eben nicht die Risiken gezeigt hat und eben doch so manch einer ziemlich überrascht wurde, inklusive Jerome Powell? Ich glaube, auf der einen Seite kann es sein, dass die Szenarien nicht hinreichend gut waren oder nicht alles getestet worden war. Auf der anderen Seite, 2021 war angeblich SVB in einem Stresstest für Zinsrisiken durchgefallen und man hat nichts gemacht. Da ist die Frage, wendet man tatsächlich die regulatorischen Möglichkeiten, die man hat, wendet die Aufsicht das tatsächlich an, um Banken zu stärken? Und das scheint nicht der Fall zu sein. Ja, von daher ist Aufsicht mit Sicherheit eines der Dinge, die hier diskutiert werden. So, wir haben jetzt eine Frage, bin ich mir nicht sicher, ob du die Antwort darauf hast. Wie hoch ist der Bestand an Leveraged Buyout Loans in den USA und Europa? Und wie wird das Ausfallrisiko eingeschätzt? Weiß ich nicht, ob du was dazu sagen kannst. Das ist eigentlich eines meiner Forschungsgebiete sogar. Super. Wo wir gerade was zu schreiben. Wir haben tatsächlich gerade eine Arbeit, die ich auch Montag präsentiere. Da geht es tatsächlich darum, wie hat sich LBO-Finanzierung in den USA verändert? Und wie machen Banken was besser als vorher? Es ist tatsächlich so, dass dort die Banken weniger unmittelbares Risiko haben. Das war 2008, war es ein massives Problem. Das war eigentlich das zweitgrößte Problem nach den Hypotheken. Jetzt ist es eigentlich so, dass die Finanzierung läuft. In dem Sinne, die Banken bereiten den Deal vor, nehmen auch temporär die Kredite. Dann werden aber alle Kredite in den sogenannten Schattenbankensektor verkauft. Das sind meistens sogenannte Collateralized Loan Obligations. Das sind Instrumente, Vehikel, die aufgesetzt werden, tatsächlich genau für diesen Fall. Die werden finanziert durch andere Investoren und kaufen dann die Kredite auf. Und dort werden die dann dementsprechend gebündelt. Von daher sind die unmittelbaren Risiken für die Banken nicht da. Die Frage ist dann natürlich, und das ist was keiner beantworten kann, wenn die Zinsen tatsächlich steigen und die Firmen, die sich sehr hoch verschuldet haben, ausfallen, welche Konsequenzen hat das dann für diesen Schattenbankensektor und welche insbesondere, wir sind immer beunruhigt über sogenannte Zweitrundeneffekte. Wenn sie tatsächlich Verluste erleiden, dann plötzlich anfangen müssen, irgendwelche anderen Wertpapiere zu verkaufen, fallen plötzlich Marktpreise wieder, wer ist dann davon betroffen? Also von daher ist es ein reales Problem, aber der Erstrundeneffekt wird nicht im Bankensektor liegen. Es gibt einen Sektor, der zurzeit noch mehr gehasst ist als der Bankensektor. Und das sind die REITs, Real Estate Investment Trusts, die auch bei uns an der Wall Street ziemlich unter Druck geraten. Vornado Realty, SL Green, you name it. Wells Fargo schreibt, dass der perfekte Sturm auf den Bereich der kommerziellen Immobilien zuläuft, Büroflächen, gerade wenn auch die Wirtschaft abkühlen sollte. Du sprichst von Zweitrundeneffekten und ich möchte hier mal eine Grafik einblenden, die meines Erachtens eigentlich auch viel wichtiger ist als die Frage Stabilisierung der US-Banken. Ich glaube auch, dass wir das hinkriegen, aber dieser Zweitrundeneffekt, und schaut euch das hier mal an in dieser Grafik, hier sehen wir einmal das Geldmengenwachstum, M2-Geldmengenwachstum ist negativ in den Vereinigten Staaten mittlerweile. Und wir haben die große Debatte, ist das, was wir jetzt erleben, eigentlich eine QE-Maßnahme, quantitative Lockerung, oder kann man es damit eigentlich nicht vergleichen? Und dazu die zweite Grafik. Hier sehen wir mal invers dargestellt die Kreditvergaberichtlinien der Banken. Und wir sehen, dass die Kreditvergaberichtlinien der Banken bereits vor den ganzen Ereignissen erheblich gestrafft wurden. Wenn ich mir jetzt mal als Börsianer ein Fazit ziehe, dann sage ich, okay, also
die Banken, Nettozinseinnahmen sind unter Druck, weil sie müssen mehr Zinsen an den Endkunden weitergeben. Wir haben Banken, die stabilisiert werden müssen, bedeutet wahrscheinlich, sie müssen mehr Liquidität halten. Auch die UBS muss wahrscheinlich mehr Liquidität halten. Liquidität halten ist eine teure Angelegenheit und die Notenbank kauft ja den amerikanischen Banken die Anleihen nicht ab, sondern sie nehmen Kredite auf ihre Anleihen aus. Ist im Prinzip dieser Zweiteffekt, den wir bekommen, also in anderen Worten weniger Kreditvergabe, Jerome Powell hat das heute angesprochen, Christine Lagarde hat das angesprochen, sorgt das nicht dafür, dass eigentlich eine der wichtigsten Lebensadern, Kreditvergabe, eventuell einfriert oder weiter nachlässt und vielleicht auch in die REITs reinfüttert, ein Bereich, der durch die sinkenden Immobilienpreise und geringe Auslastung bei den Büroflächen leidet? Lange Frage, sorry guys. Jetzt bin ich fertig. Ja. Bei NTV würde das nie gehen, 10 Minuten, eine Frage, ja, unglaublich. Nein, die Idee, aber auch die Zinserhöhungen zielen ja darauf ab, dass die Kreditvergabe zu expansiv war, mit zu niedrigen Zinsen erfolgt ist, sodass dementsprechend auch zu viel konsumiert worden ist. Und das ist dann der eine Teil der Grafik, das dann zurückgegangen ist. Die Frage ist, und das ist halt, was jetzt, wo jetzt das große Fragezeichen dahinter steht, die jetzigen zumindest Probleme, die jetzt offenkundig zumindest im Regionalbankenbereich sind, inwieweit führt das jetzt dazu, dass jetzt weiter die Konditionen oder auch das Kreditvolumen an sich weiter eingeschränkt wird? Und das ist was man kaum absehen kann, beziehungsweise auch relativ schwer schätzen kann, dadurch, dass ja auch gerade solche, nicht unbedingt diese Szenarien auch Dinge waren, die man auf dem Radar hatte unbedingt gerade. Aber nein, die Gefahr ist natürlich, wenn weniger Kredite vergeben werden, wandern sie ab. Das ist das, und wenn die Nachfrage da ist. Und dann wird es meistens durch den Schattenbankensektor gefragt, der ist unreguliert. Und dann kommt immer die Frage, ist es denn tatsächlich dann besser oder sind dort viele Systemrisiken dann dort, die wir einfach dann nicht auf dem Radar haben, weil eigentlich keiner hinschaut? Jetzt ist es ja, finde ich, auch als Journalist immer wichtig, den Teufel nicht an die Wand zu malen, sondern versuchen, die Dinge so einzuordnen, wie ich sie halbwegs verstehe, sagen wir es mal so. Auch ich habe gemerkt, gerade auch das Thema der Additional Tier 1 Anleihen, das muss man erstmal begreifen als Nicht-Profi in diesem Segment. Aber nichtsdestotrotz hört man immer wieder, Sascha, dass das, was wir hier erleben, nicht mit Lehman Brothers und auch nicht mit Bear Stearns zu vergleichen ist, dass das, was wir haben, heute keine Finanzkrise sei, weil die Rahmenbedingungen anders sind, die Derivatebücher sind anders, die Kapitalbasis ist anders. Wie schätzt du das ein? Ich denke das ähnlich, obwohl der Anfang, ich habe das ein paar Mal erzählt, irgendwie vor 2007 war auch zur Zeit von Indian Wells, wo Countrywide pleite gegangen ist, hat man schon irgendwie Parallelen gezogen, aber ich sehe das ähnlich, dass wir die Banken ganz anders aufgestellt sind. Sie haben deutlich mehr Kapital, gerade die Großbanken haben mehr Kapital. Es wurden Liquiditätsregulierungen eingeführt, aber auch für die Großbanken. Ich glaube, eines der Probleme, die man in den USA hat, und damit könnte man schon auf Europa gehen, weil ich denke, da sind wir dementsprechend besser aufgestellt, ist, dass es halt in den USA extremst viele Ausnahmeregelungen gab. Und das liegt auch damit, hängt auch damit zusammen, dass der Markt extrem konzentriert ist. Es gibt einige wenige sehr, sehr große Banken, für die gelten die ganz normalen Regulierungsvorschriften, die nach 2008 weltweit eingeführt worden sind. Andere, und dazu hörte auch beispielsweise ein SVB, wurden diese Regelungen halt weniger stark oder gar nicht angewandt. Ja, dementsprechend musste sie weniger Liquidität vorhalten, dementsprechend musste sie weniger Kapitalbuffer vorhalten. Man sagt allerdings, hätte man sie behandelt wie eine JP Morgan, hätte sie auch diese Tests dementsprechend bestanden. Ja, aber die Frage ist, hat man denn tatsächlich trotz der ganzen Liquiditätsregulierung auch im Blick gehabt, dass man tatsächlich auch insbesondere bei SVB diese gerade hochkonzentrierten Einlegen hat. Und ich glaube, das ist was wir einfach gar nicht, und das hat gar keine Regulierung auf dem Schirm gehabt. Es ist nicht nur, wie viel Liquidität muss ich vorhalten, um irgendwie eine Minimal an Ausflüssen. Ich muss mir auch eigentlich anschauen als Aufsicht, wie sieht denn tatsächlich diese Einlegerschaft aus? Ja, sind es denn tatsächlich sehr, sehr Klumpenrisiken, die sich selbst die Bank auf der Finanzierungsseite einhandelt? Oder ist es tatsächlich, dass wir nehmen an, die sind eigentlich alle wirklich sehr, sehr kleine Einleger, von daher sind im Prinzip alles sehr, sehr gut geschützt, aber das scheint scheinbar nicht unbedingt immer der Fall zu sein. Ja, und das heißt, genau da muss man hinschauen und das ist was ich denke, die Regulierung bis dato nicht auf dem Schirm hat.
Ich komme gleich zu Europa und blende jetzt auch gleich eine Frage zu Credit Suisse mit ein. Aber wenn ich mir jetzt anschaue, wie die Banken, die gescheitert sind, aufgeteilt werden. Eine Signature Bank hat die FDIC Einlagensicherung am Wochenende erklärt, wunderbar, wir haben gute Nachrichten. Ne? Also wir haben jetzt einen Teilverkauf erwirkt und die, ich glaube, New York Community Bank hat also Anteile oder Segmente der Bank gekauft. So, dann liest man sich das mal durch und denkt, naja Gott, das ist doch eigentlich für die Bank, die jetzt kauft, ideal. Die schauen sich das Kreditbuch an, sagen, wunderbar, die Kredite nehmen wir, aber nur für 10 Cent auf den Dollar. Und wir nehmen auch noch die Kundeneinlagen mit, aber die Kryptoeinlagen, die wollen wir nicht, die könnt ihr behalten. Und by the way, die FDIC sitzt auch noch auf einem Kreditbuch von 60 Milliarden Dollar der Signature Bank, die anscheinend der Käufer ja nicht haben will. Ja. Und bei SVB sehen wir Ähnliches. Hier verkauft man teilweise auch gute Assets jetzt zu Schleuderpreisen. Das ist eigentlich die normale Konsequenz, oder? Und ich meine, die FDIC bleibt dann im Prinzip auf den Schulden sitzen, beziehungsweise ist das dann letztendlich gesehen ja Staatsproblem und Problem des Steuerzahlers. Prinzipiell ja, nur bei der SVB, die Assets, die sie hatte, waren ja nicht schlecht. War nicht schlecht, aber die FDIC hat ja gesagt, nee, die FDIC hat bei der Signature Bank war es gesagt, 2,5 Milliarden Verlust. Da sind natürlich die Risiken und das ist im Prinzip... Ich meine, ein Grund natürlich, wenn Unternehmen sagen, okay, wir kaufen das Ganze, aber wir kaufen es halt nur für 10 Cent den Dollar, dann auf der einen Seite, ja, ich möchte ein Geschäft machen, auf der anderen Seite muss man mit den Risiken umgehen am Ende des Tages. Ja, wenn ich halt weiß, dass der Marktpreis von denen eigentlich auch eher bei 20 Cent den Dollar liegt, dann weiß ich, ich muss den Rest tatsächlich auch abschreiben. Dann brauche ich halt auch das Eigenkapital, dass das gemacht ist. So, damit sind wir bei der Credit Suisse. Ich will mal da weitermachen. Wenn du dir den Deal so anschaust, den die UBS hier verhandelt hat, wie würdest du das bewerten? Aus Sicht der UBS zunächst? Eigentlich aus Sicht der UBS eigentlich, würde ich sagen, hat man einen großen Wettbewerber aus dem Markt genommen und, ja, und hat dementsprechend schon gewonnen ein wenig. Ja? Vor allen Dingen hat man sich, ein großes Macht hat man sich sehr, sehr klar, es ist einfach ein Too-Big-To-Fail und Too-Big-To-Save-Player am Ende des Tages. Aber jetzt kann man wirklich, ich glaube von der UBS-Seite her, kann man jetzt, und sie haben ja einfach gesagt, okay, warum auch immer man das über ein Wochenende machen muss, ist eine andere Frage. Ja? Aber man hat es jetzt irgendwie hinbekommen, okay, man hat das ganze Ding aufgenommen, man hat es geschafft, dass irgendwie nichts vorher irgendwie an Wettbewerber geht und kann man schauen, was von der Credit Suisse, die UBS wird sich nicht das Geschäftsmodell auf Investment Banking jetzt ausdehnen wollen. Ja? Aber alle Teile, die beispielsweise aus dem Wealth Management kommen, kann man schön integrieren. Die Teile, die man nicht möchte, einige Sachen müssen mit Sicherheit abgeschrieben werden. Weil ich glaube, auch einer der Gründe, warum die Kosten oder die Aktionäre quasi 2/3 im Prinzip verloren haben, war auf der einen Seite natürlich ein Abschlag, dass man das so schnell kauft, auf der anderen Seite aber auch die massiven Risiken, die dort im Portfolio waren und die einfach auch schon wirklich seit 10 Jahren oder länger dort geschlummert haben, die man einfach mit dem man nicht umgegangen ist. Also bei uns hat man immer böse an der Wall Street gesagt, also das eigentlich Erstaunliche an der Credit Suisse ist, dass sie so lange überlebt hat. Jetzt hat sie nicht mehr überlebt und 9 Milliarden an Garantien von Staatsseite. Man muss es aber wirklich auch aufdröseln. Ne? Die ersten 5 Milliarden Verlust gehen auf Kosten der UBS. Die nächsten 9 Milliarden auf den Staat und alles darüber hinaus gehen wieder an die UBS. Plus 100 Milliarden an Liquiditätsgarantie. Wenn du dir das so durchliest, 100 Milliarden an Liquiditätsversorgung durch die Nationalbank, warum so viel? Ist das ein Zeichen, dass da eventuell noch einiges schlummern könnte? Ich glaube, auf der einen Seite würde man damit wahrscheinlich erstmal ein Zeichen setzen von dem, okay, obwohl es irgendwo ein Notkauf war, ist hinreichend Liquidität da, falls es tatsächlich zu weiteren Abflüssen kommt, weil es gab ja vorher scheinbar so viele Abflüsse von der Credit Suisse-Seite aus, was die Einleger anbelangte, dass es keine andere Möglichkeit gab, als tatsächlich die Bank in die UBS einzugliedern. Auf der anderen Seite ist es auch, kann man auch das anders interpretieren und sagen, einfach, das ist jetzt einfach so risikoreich, dass manche Leute sagen, wir wollen jetzt einfach hier auch rausgehen. Ja? Aber es ist im Prinzip ist es einfach ein extremer Ad-hoc-Deal, der gemacht worden ist, wo im Prinzip eigentlich der UBS so wirklich jedes Geburtstags- und Weihnachtsgeschenk gemacht worden ist, was man sich eigentlich vorstellen kann. Weil jetzt einmal 5 Milliarden erste Verluste zu realisieren bei einer Bank, die dermaßen groß war, die man eingenommen hat, ist ein,
ist nicht besonders viel. Ja, man schätzt ja, dass allein die Credit Suisse Schweiz einen Wert von 10 Milliarden hätte, wenn man sie jetzt ausgliedern würde. Und übrigens auch bei uns an der Wall Street das Feedback der Bank of America zum Beispiel, langfristig strategisch guter Deal, Wettbewerber ausgeschaltet. In der Schweiz im Wealth Management Bereich auch, da war die Credit Suisse auch ein großer Wettbewerber, der UBS. Und gleichzeitig ist aber das Integrationsrisiko da. Das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Und das müsste auch ein ziemlicher Kraftakt sein, oder? Es ist auf jeden Fall. Also ich glaube, diese ganze, man hätte, wenn man vor der Fusion, Übernahme, gefragt hätte, sollte man das machen, hätte wahrscheinlich jeder gesagt, nee, mit Sicherheit nicht. Ja, gerade weil man zwei solche großen Player nicht integrieren kann. Das wäre dieselbe Frage gewesen, soll man in Deutschland die Commerzbank und die Deutsche Bank zusammenbringen? Auch da als diese Diskussion. Der Blinde mit dem Hinkenden, ja. Ja, genau. Also, und dann ist auch relativ klar, wer dann davon übrig bleibt am Ende des Tages. Aber auch da, das kann man schwer integrieren. Da hat man extrem unterschiedliche Kulturen auf beiden Seiten. Da kann man die Mitarbeiter relativ schnell, relativ wenig zusammenbringen. Ist gar nicht so klar, wo dann tatsächlich die Vorteile am Ende des Tages sind. Die Bank wird einfach hochkomplexer dadurch, dass sie wahrscheinlich von innen schon kaum leitbar ist, geschweige denn von außen zu beaufsichtigen ist. Ja. Von daher wird das eine extrem große Mammutsaufgabe sein und ich glaube eine, die sich über Jahre hinweg ziehen wird. Also ich meine, für die kleine Schweiz gilt jetzt nach dem Motto, too big to fail wird too big to save, oder? Weil ich meine, die Größe der UBS ist ja für die Schweiz, ich meine, die ganze Schweiz ist bald nur noch UBS, oder? Das ist auf jeden Fall richtig. Also von der, die was passiert, wenn die Bank tatsächlich in Schieflage gerät, ist überhaupt gar nicht dran zu denken, was da passieren sollte. Deswegen ist es umso wichtig, dass tatsächlich hier auf der einen Seite eine ordentliche Aufsicht erfolgt. Und weil das mit Sicherheit nicht funktionieren kann, muss man auch hier gewisse Kapitalanforderungen stellen, die weit über das hinausgehen, was eigentlich normalerweise gefragt ist. Ja, also das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn man sich die Bankaktien mal anschaut, darf man eben nicht vergessen, dass sich die Situation, selbst wenn wir eine Stabilisierung sehen, eben doch auch sehr stark verändert hat, und zwar zulasten der Banken. Ganz kurz noch eine Frage hier. Basel I, Basel III sollen uns vor Fällen wie der SVB schützen. Warum hat das nicht funktioniert? SVB als quasi nicht systemrelevante Bank unterlag nicht den vollen Basel III-Vorschriften. Ja, und deswegen, wenn man in Europa oder auch in Deutschland mit Bankern und Bankchefs gesprochen hat, haben die eindeutig und einstimmig gesagt, was bei der SVB passiert ist, wäre hier nicht passiert. Wir unterliegen deutlich höheren Liquiditätsvorschriften, wir unterliegen deutlich höheren Kapitalvorschriften. All das, was die Banker immer moniert haben, dass eigentlich diese sogenannte die Wettbewerbsfähigkeit und der Vergleich mit den USA einfach sehr, sehr schwierig gemacht hat. Ja, weil dort viele dieser kleineren Regionalbanken einfach diese nicht hat. Ja, von daher, das war mit Sicherheit ein Problem. Ansonsten bin ich prinzipiell der Meinung, das Regelwerk, das wir haben, ist mit Sicherheit absolut hinreichend, vielleicht mit ein, zwei Ausnahmen. Ja? Die Frage ist immer, wie wird das Ganze angewandt? Gibt es Ausnahmeregelungen? Ja, warum? Oder auch selbst für die großen Banken, wird es tatsächlich exakt so angewandt und nutzt die Aufsicht tatsächlich alle Möglichkeiten aus? Und da würde ich sagen, ist weniger auf der wir müssen mehr regulieren Seite gefragt, als wir müssen die Regulierung besser umsetzen und eigentlich die Maßnahmen, die wir haben, auch tatsächlich anwenden. Eine, finde ich, auch ganz schöne Frage, blenden wir die mal ein. Wie sind eigentlich die Finanzierungsunterschiede der Banken in Europa und in den USA? Wir hatten bei Morgan Stanley große Investorenkonferenz gerade letzte Woche, viele europäische Banken dort und im Prinzip war das Fazit, das, was in Amerika gerade passiert, passiert in Europa nicht. Wir haben eine andere Gegebenheit in Europa. Erklär uns doch mal den Unterschied und vielleicht auch noch mit dem kleinen Sidekick, dass die europäischen Regulatoren ja anscheinend über das aggressive Vorgehen der amerikanischen Kollegen nicht gerade erfreut sind. Genau, die Bilanz deiner US-Bank ist eigentlich relativ einfach. Das sind 90% Einleger sozusagen, was deutlich mehr ist als das, was wir in Europa haben. In Europa haben wir ungefähr 60-70% im Durchschnitt, manche Banken dementsprechend mehr, manche weniger als Einlagen. Und ich glaube, ein großer Unterschied auch in den USA ist, und das ist auch eine Folge der Bilanzausweitung der Zentralbanken und dann der Reaktion darauf, viele der Einlagen sind unbesichert. Ja, sie sind sehr, sehr kurzfristig, sie sind unbesichert und dementsprechend unbesichert, halt, sie fallen nicht unter diesen Einlagenschutz. In Europa sind die Einleger deutlich kleiner, deutlich mehr diversifiziert und fallen dementsprechend mehr unter den Einlagenschutz und haben halt, und deswegen haben sie auch weniger
Gründe, also einen Bankrun zu starten, ist, dass halt deutlich mehr sogenannte Tranchen drunter sind sozusagen, die Verluste auffangen. Ja, dann gibt es neben den Einlagen, gibt es dann noch Anleihen, die die Banken haben. Auf der einen Seite sind das ganz normale sogenannte Schuldverschreibungen, also Anleihen, die sie ausgeben. Und dann gibt es aber auch sogenannte Wandelanleihen, die auch jetzt gerade sehr stark diskutiert worden waren. Und dann gibt es das Eigenkapital. Ja, also es gibt eine ganze Menge, das Verluste auffängt, bevor die Einleger überhaupt was verlieren. Und das führt dazu, dass die Einleger per se sicherer sind. Wir können irgendwie, glaube ich, noch Stunden weiter diskutieren. Das Schöne ist, während wir jetzt hier diskutieren, sind wahrscheinlich wieder 15.000 Breaking News im Banking-Sektor gekommen. Ich möchte nochmal auf eine Frage gehen, die wir so erstmal nicht beantworten können, ob jetzt die Deutsche Bank oder SocGen Kauf ist. Das muss jeder selber entscheiden, aber ich will trotzdem nochmal anlehnen. Das, was bei der Credit Suisse passiert ist, eine systemrelevante Bank, das Risiko ist jetzt erstmal rausgenommen aus dem Markt. In den USA ist das Risiko der Regionalbanken deutlich reduziert worden. Viele Verbraucher kriegen natürlich Angst, wenn sie diese Schlagzeilen lesen. Ist die Credit Suisse in Europa ein Einzelfall? Und wenn ja, warum? Und warum kann man das mit einer BNP und einer SocGen zum Beispiel nicht vergleichen? Ich glaube, die Credit Suisse ist zum... Ich mache dich fertig heute, ne? Du bist richtig schon durch. Ich meine, es ist ein sehr kompliziertes Thema. Für dich auch, ja. Und man möchte auch jetzt nicht den nächsten Bankrun hier verantworten. Ja, aber hör mal, das wäre mal Breaking News, ne? Koch mit Livestream und Sascha ist schuld, ich nicht, eher, ja. Und auf der einen Seite gehen wir noch short. Und du gehst short, ja, das ist aber, das hat er jetzt nur gesagt, oder gehst du wirklich short? Nein, okay, gut, das wollen wir nochmal klarstellen, ja? Nicht, dass hier alle losrennen und jetzt den Markt shorten. Ich glaube, die Credit Suisse war ein Einzelfall mit Sicherheit, dadurch, dass es, das war einfach ein Desaster, das zu erwarten war irgendwann. Das hätte schon viel früher passieren. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, wenn jeder sagt das, ich sage das auch schon seit aller Ewigkeit, ne? Warum leben die eigentlich noch? Ja? Aber ich meine, wenn man das seit aller Ewigkeit wusste und das so ein über Jahre hinziehender Niedergang war, mit Skandalen, jetzt ist das Thema der Bonuszahlung auch noch vorne drin, warum hat man denn nicht vor 5 Jahren oder vor 3 Jahren agiert, als es noch Möglichkeiten gab? Also eine Möglichkeit wäre Stolz. Ja, ich habe in der Schweiz 2 Banken, wenn eine davon pleite geht, so schön ist das nicht als Regulator und als auch für den Bankenstandort an sich in Europa. Ja, ich glaube nicht, dass das unbedingt Vertrauen in die Banken dort schafft und auch jetzt in neue Investoren, die dort weiter investieren sollen. Ich glaube schon, dass man versucht hat, eigentlich, man hat einfach den Ball immer weiter nach unten geschossen sozusagen. Ja, aber Darf ich die Frage vielleicht noch einzutun? Wenn wir diese Instabilität jetzt nicht bekommen hätten, diesen Vertrauensverlust, der ja auch durch die Fed mit verursacht wurde. Keine Zentralbank der Welt hat so schnell die Zinsen angehoben wie die Fed. Würde es die Credit Suisse heute noch geben? Ja, mit Sicherheit. Also ich glaube, was in den USA passiert, das war ein Katalysator. Dann die plötzliche Aussage von dem Hauptaktionär, er möchte keine neue Kapitalerhöhung mitmachen. Die Saudis? Das war ein Riesenfehler, glaube ich, auch für die. Das war ein Riesenfehler, aber ich will jetzt mal Hand aufs Herz, wenn man sich das, ich habe mir dieses Interview durchgelesen. Und das finde ich oft auch falsch zitiert wurde. Es hieß also, kein Interesse mehr zu investieren. Ende der Fahnenstange erreicht. Aber tatsächlich hat ja die saudische Bank gesagt, sie können aus regulatorischen Gründen ihre Beteiligung, weil sie knapp unter 10% an der Credit Suisse halten, nicht ausweiten. Jetzt kann man natürlich immer sagen, okay, ihr könnt viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Wahrscheinlich wollten sie einfach nicht mehr Geld reinpumpen. Aber ist das nicht auch ein Punkt gewesen, wo man sagt, naja, ist das richtig interpretiert worden, die Aussage? Oder war das einfach eine dumme Aussage im Umfeld von Instabilität und Vertrauensverlust? Ich glaube, welche Art, also A, natürlich, das wäre eine wirkliche falsche Aussage dann, aber ich glaube, die Wirkung davon ist ähnlich. Ja? Wenn der Hauptinvestor nicht mehr dabei ist, ist es einfach schwierig, dann einen Markt zu finden, wo man dann neues Eigenkapital aufnehmen kann. Und dann wird es halt wirklich ein Problem. Und einfach dann kam eins zum anderen und das führte zu der Situation. Ich habe immer noch nicht verstanden, warum es jetzt tatsächlich an dem Wochenende so pressiert ist, dass man unbedingt das machen musste. Naja, also wir hatten Spekulationen. Also ich glaube, die Financial Times war es oder was, das Wall Street Journal hatten berichtet, über 10 Milliarden an Kapitalabflüssen aus der CS jeden Tag ab in der zweiten Wochenhälfte. Und alle saßen, es soll ja auch Druck seitens der US-Regulatoren gegeben haben. Also der Druck muss schon immens gewesen sein. Es war mit Sicherheit der Druck da, aber am Ende des Tages war, wie gesagt, ohne das, was in den USA passiert wäre,
wäre es mit Sicherheit jetzt noch nicht so, dass wir tatsächlich eine Bank weniger hätten in Europa. Ja, und dementsprechend auch andere Dinge, die jetzt mit da gekommen sind. Aber nochmal, um den Punkt zu kommen, inwieweit unterscheidet sich die Credit Suisse jetzt von anderen? Ich glaube, was wir gesehen haben, das ist auch ein starker Unterschied eigentlich zu den USA. In den USA haben eigentlich die kleinen Banken verloren, auch am Börsenwert über die Zeit. In Europa waren es die Großbanken, die jetzt im März massiv verloren haben. Ich glaube, da war relativ klar, dass dort die Aktionäre eher aus den großen Banken rausgegangen sind, weil ich glaube auch da dann immer noch so, dass im Hinterkopf ist, wie sieht die Bilanz tatsächlich dieser Banken aus. Ja? Und ich glaube schon, dass die Banken insgesamt stabiler sind. Mit Sicherheit. Liquidität hatten wir angesprochen, wir haben Kapital angesprochen. Ich glaube aber dennoch, dass das noch nicht das Ende des Gesprächs ist, sozusagen. Ja, ich glaube, die Risiken sind da. Man sieht, ähnlich wie bei der SVB, haben die europäischen Banken in den letzten 2-3 Jahren massiv ihre Einlagen ausgeweitet, massiv kurzfristig, relativ zu langfristig. Sie haben massiv ihre Liquiditätsversprechen außerhalb der Bilanz ausgeweitet. Sie haben massiv in Staatsanleihen investiert, und zwar in langfristige, also haben sich auch dieses Langfristrisiko eingehandelt. Sie haben massiv in riskantere, sprich Italien, Spanien investiert und sind gleichzeitig aus deutschen Staatsanleihen raus. Ja, das heißt, es ist nicht nur eine Verlängerung der Laufzeit der Bilanz, sondern es ist gleichzeitig auch noch, wir nennen das so ein Reaching for Yield. Es ist zu wenig Marge zu verdienen. Deswegen geht man in langläufige und dann auch in welche, die noch höherträchtig sind. Also finanziert man quasi mit dem Verkauf deutscher Staatsanleihen, Kauf einer italienischen. Und das sind alles Dinge, die zusammengenommen kein gutes Bild ergeben. Ja, und deswegen auch die Aussage, jetzt müsste tatsächlich auch in Europa sehr, sehr klare Ansage kommen, dass man mit dem, was man jetzt weiß, einen Stresstest der Banken macht, um zu schauen, wie tatsächlich, wo die Risiken sind, weil nur das langfristig das Vertrauen in den Markt tatsächlich reinbringt. Was mich sehr gewundert hat, die Federal Reserve, die FDIC und das Finanzministerium haben extrem schnell reagiert auf SVB. Sehr, sehr schnell. Bei Christine Lagarde, die EZB-Tagung, dachte man, okay, also da würde eine etwas klarere Ansage kommen. Stattdessen wurde bei uns berichtet in den USA, die EZB habe sich dazu entschlossen, kein klares Statement abzugeben, weil man befürchtet, dass egal was man sagt, könnte man den Markt destabilisieren. Ist das die richtige Vorgehensweise? Ich glaube, das an sich war schon eine destabilisierende Aussage an sich. Ja. Es war schon wirklich interessant zu beobachten, dass in den 2 Tagen, wo in den USA eine der größeren Banken, auch wenn sie nicht im Vergleich nicht zu groß ist, ja, aber die zweitgrößte Bankenpleite nach Lehman, das aus Europa war gar keine Reaktion. Sowohl die Medien haben ein Wochenende nicht berichtet, als auch keine Regierung hat irgendwas gesagt im Sinne von, wir haben auch kleine Banken, unsere Einlagen, das passt schon alles. Es kam keinerlei Aussage. Also nach dem Motto, wir werden da schon irgendwie mal, sind wir mal lieber ruhig und hoffen wir, dass der Sturm vorbeizieht. Ja, und da ist ein Meer dazwischen, ja, da passiert hier nicht so viel. Ja. Ich möchte eine Frage noch mit raufnehmen und Geist, da müssen wir langsam auch zum Schluss kommen. Was bedeutet das Umgehen der Mitspracherechte für Aktionäre bei der Credit Suisse Deal für die Rechtssicherheit in der Zukunft? Du bist jetzt kein Rechtsexperte für Aktionärsabstimmungen, aber viele fragen, warum hat man uns Aktionäre eigentlich nicht gefragt? Ja, also ich glaube, es gab 2 große Diskussionspunkte. Das eine war natürlich die von der Aktionärsseite, aber da muss man einfach sehen, die Bank war dann am Ende des Tages nicht solvent, um alleine zu überleben. Damit war sie pleite und die Frage war dann, okay, zu wie viel wird sie denn tatsächlich dann verkauft werden? Das ist dann am Ende des Tages keine Frage mehr, die man den Aktionären stellt am Ende des Tages. Ne? Die Frage mit den Nachranganleihen, die sogenannte AT1-Kapital, das war was eigentlich den Markt viel mehr bewegt hat, weil dort plötzlich die Verluste auf 100% gesetzt worden sind. Das heißt, sie haben, obwohl sie eigentlich höherrangig sind zum Eigenkapital, haben sie die ersten Verluste aufgefangen. Und das ist etwas, was eigentlich, das geht eigentlich nicht. Das müssen wir auch in einem Satz nochmal erwähnen. AT1-Anleihen, ne? Kannst du uns einfach erklären, was das ist und warum dieser Markt in Europa so wichtig ist? Genau, wir haben nach der Finanzkrise und der Staatsschuldenkrise haben wir im Zuge dieser sogenannten Bankenunion angefangen, auch über das Thema nachzudenken, gibt es noch einen sogenannten Bailout oder gibt es das nicht? Und da hat man gesagt, nein, wir wollen keinen Bailout mehr machen. Aktionäre sind im Prinzip selbstverantwortlich, Einleger aber müssen geschützt werden. Und man hat dann angefangen, sogenanntes Kapital, einen Kapitalbestandteil zu erfinden, der
auch in diesen Bail-in eingeschlossen ist, der entsprechend auch eine Schutzwirkung für die Einleger hat. Und das ist ein sogenanntes Wandelkapital. Das ist an sich ist eine Anleihe, ja, also quasi ich investiere wie eine normale Anleihe. Wenn nichts passiert, werden nach Jahren zurückgezahlt, aber es hat dann höhere Rendite als eine normale Anleihe. Wenn allerdings das Kapital der Bank unterhalb eines gewissen Wertes liegt, wird diese Anleihe umgewandelt in Eigenkapital und stützt damit dementsprechend die Bank. Und wenn es tatsächlich zu einem Ausfall der Bank kommt, dann ist das quasi das, was im Prinzip verloren ist. Um es mal einfach zu formulieren, so als halber Laie, man war so ein bisschen erstaunt, dass die Aktionäre der CS ja immer noch, wenn es auch nur ein paar Rappen waren, irgendetwas bekommen in UBS-Aktien und die Anleihen eben komplett Ausfall waren. Wenn man sich das Prospekt aber mal durchliest, dann stand ja da drin, dass diese Option durchaus gegeben ist. Anscheinend haben viele das Prospekt nicht gelesen. Aber warum? Warum hat die EZB und die European Banking Authority sofort reagiert und hat gesagt, also nur Geist, um es klar zu machen, das ist eine Sondersituation, weil Schweiz, Fußnote, da stand das drin, gilt aber nicht für europäische Banken. Warum hat man da so schnell reagiert? Weil man direkt erwartet hat, okay, wenn das passiert, und normalerweise gibt es eine Prioritätenanfolge, erst Eigenkapital, dann Anleihen, jetzt wird es umgedreht. Selbst wenn es da möglich ist, man verliert das komplette Vertrauen da rein. Es ist für Europa ist es ein wichtiges Instrument für Banken. Man hat erwartet, es gibt einen kompletten Ausverkauf in den nächsten Tag. Hat das Statement was geholfen? Nicht unbedingt so viel. Nächsten Tag minus 10% in den Kursen der Nachranganleihen. Aber es war eine wichtige Sache. Aber am Ende des Tages glaube ich, dass das, was die Schweiz da gemacht hat, hat den Markt extremst jetzt limitiert, um es weiter als Instrument einzusetzen. Eine letzte Frage brennt mir noch unter den Nägeln, weil ich glaube, für die Wall Street ist das nicht ganz unwichtig. JP Morgan sagt, die Ausweitung der Bilanz der amerikanischen Notenbank ist eine quantitative Lockerung und ist somit bullish für die Aktienmärkte. Man vergleicht das mit vergangenen Phasen aggressiver QE und sagt, naja, 6 Monate später war der Nasdaq 19% höher. Morgan Stanley sagt genau das Gegenteil. Die sagen, das ist keine quantitative Lockerung, weil die Banken ja im Prinzip Kredite bei der Notenbank aufgeben und nicht einfach ihre Anleihen verkaufen. Also wer glaubt, das sei QE, wird enttäuscht. Die Wall Street wird eher enttäuscht reagieren. So Morgan Stanley. Welches Lager siehst du? Ich sehe, das ist kein QE. Es ist tatsächlich jetzt ein... Das, was jetzt gerade passiert, das ist kein QE, es ist tatsächlich jetzt keine Ausweitung der Bilanz. Deswegen sagte Paul auch vorhin ganz klar, wir gehen weiter mit unserer Reduktion der Bilanz. Aber man gibt hier eine zusätzliche Liquiditätsstütze für Banken, die sie brauchen. Und hier nochmal einfach ein Punkt. Im Aggregat wurde sehr viel Liquidität in den Bankensektor gegeben. Der hat sich aber sehr, sehr unterschiedlich aufgeteilt. Ja, manche Banken hatten viel, manche hatten wenig. Und normalerweise verteilt sich das eigentlich im System. Aber wenn plötzlich einige Banken riskanter dastehen als andere, dann ist es sehr, sehr klar, dass es zu den weniger riskanten Banken geht. Und hier hat man jetzt eine Option, dass die riskanteren plötzlich auch dann noch an Liquidität kommen. Ja. Ich muss mich bei dir bedanken. Ne? Dafür, ich bin ja nie in der Hochschule gewesen, war nie an der Uni. Ja? Also komme aus Schlüchtern, ne? War treuer Kunde der Sparkasse Schlüchtern. Ne? Und jetzt bin ich ich weiß auch nicht, wie ich hier an die Wall Street gekommen bin, aber jetzt bin ich hier. Ich möchte mich bei dir bedanken. Gefühlt war das jetzt, eigentlich müsste ich jetzt schon ein Diplom von dir bekommen, oder? Das war auf jeden Fall ein war, also hat er jetzt nicht Ja gesagt, ja? Also ne, da hast dich da... Seine Frau sitzt ja daneben und sagt, Sascha, sag nein. Ja, so viel, so schnell geht das noch nicht. Ja? Ich möchte ja nicht unseren Markt kaputt machen, was Executive Education anbelangt. Ah, sehr gut, sehr gut. Damit wir dir noch einen Kurs verkaufen können. Ja, elegant. Ich guck mal hier. Das, ne, wieder verkaufen, unglaublich. Ich armer Journalist, guck mal hier. Secondhand-Klamotten an, ja, unglaublich. Also das konnte noch bei der First Republic. Ich kann mir das aktuell nicht leisten. Ja. Also ich sag mal vielen Dank auch an euch. War ein echt intensiver Stream heute, aber mir war es wichtig, das Thema wirklich mal zu vertiefen und mit jemandem, der neutral ist und der tief im Thema steckt, das Thema für euch und mit euch zu beackern. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Nacht. Wir sehen uns morgen wieder. Heute Abend gibt es keine Closing Bell, morgen dann wieder zur Opening Bell. Bis dann. Und jetzt der Obligator. Das war's, ne? Bis dann. Und Sascha, auch dir nochmal vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Und gute Zeit noch in New York. Ja. Also, bis dann und macht's gut.